Wir suchen jetzt den Bahnhof und gehen dann Richtung der nächsten Stadt. Ich weiß nur nicht, wo der Bahnhof ist. Weiß das einer von euch? Weiset mir den Weg. Hier? Ich glaube, wir sind falsch. Anni, wir mussten hoch, oder? Wir mussten irgendwo hochgehen oder so. Und dann gab es da den... Da zum Zug. Die Frage ist nur, wo. Hier waren wir überall schon. Hier geht's zur nächsten Route. Hier ist auch kein Zug. Wo ist der Zug, Leute? Wo ist der Zug mit den Leuten, die uns interessiert? Oder war es da, wo die Kleine war? War da der Zug? Auf der anderen Seite? Genau, und bei 150 Followern machen wir ein Mario Kart Community Special. Dafür dürft ihr gerne in Discord joinen und da euch eintragen. Bisher sind es leider noch relativ wenig Leute. Wir brauchen definitiv ein bisschen mehr. Wir müssen mindestens so 7-8 Leute sein, die noch mitmachen. Ich glaube, das sieht hier nach Bahnhof aus. Guck mal, die jubeln hier alle. Beim Vorturnier. Hey Mario, warte Mario, ich habe Reue für Sie. Alles was ich brauchte war eine gehörige Portion Selbstvertrauen und zack, geschafft. Ich dachte Portion Glück. Im Gegensatz zu deinem Bruder bist du eine echte... Quasselstrippe, Kleiner. Ich habe immer noch keinen Respekt vor mir, auch wenn du mich besiegt hast. Du hast ja vor mir den Drachen unerkämpft, daran lässt sich nicht rütteln, auch wenn du erst 10 Jahre bist. Dein stürmischer Kampfstil hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Hört gut zu, ihr zwei. Ich will sehen, dass ihr beim Champ Cup alle aus dem Weg räumt und sich einer von euch einen Shadow mit Delion liefert. So machen wir das. Ich bin natürlich der Favorit und gleich dahinter folgt Mario, mein direkter Rivale. Ich lasse es ordentlich krachen und ich werde alles anwenden, was ich im Kampf mit dir gelernt habe, Roy. Oh Mario, unser Zug ist da. Hup, hup. Ja, wir fahren Zug zusammen. Community-Zug fahren. Was machen die da? Hier natürlich in ihr Handy. Score City Ball, sind wir da. Erstmal bei Instagram. Ich will mir so viele Sachen ansehen, da gibt es einen Riesenturm und die Monowell. Und natürlich das Score Stadium, dort liefern wir uns beide und das coolste Match überhaupt, klar. Ganz klar, nein, die ganze Welt wird uns zusehen und staunen. Der Joey, wenn wir durch sind, kann ich auch mit dir tauschen. Ganz viel kann ich dann mit dir tauschen. Ach, das war schon. Waren wir hier eigentlich schon oder nicht? Gucken wir mal. Hey, wo ist denn Hopp hin? Wie sähe Route 10.0 aus, wenn der Schnee komplett schmelzen würde? Das sind die Fragen, die ich mir stelle. Da wären wir, Route 10. Wow, schau dir nur diese Wände aus Schnee und Eis an. Hier wimmelt es sicher nur von Eis-Pokémon. Och, nee, schon wieder Eis-Pokémon. Ich hasse Eis-Pokémon. Jetzt geht's um alles und nichts, Mario. Wenn wir gut genug für den Champ Cup sind wollen, müssen wir uns ordentlich ranklotzen und so richtig ins Training hängen. Ich glaube fest an mein Team und natürlich auch an mich selbst. Wir packen das. Okay, stört euch mal ins Vergnügen. Wir sehen uns am Eingang von Score City. Ich laufe schon mal vor, wie immer. Hunting und ja, da stand da nicht. Okay, zweimal Kapsel X-Angriff. Den Bär haben wir schon, ne? Ein Pet-Sneef. Ja, haben wir schon.
Einmal top belegt. Oh, das haben wir noch nicht. Ein paar. Ach du Scheiße. Ihr wollt mich noch verarschen, oder? Alter. Dampfwall. Ach Scheiße. Ach. Ich komme nicht darauf. Danke, Pantimus. Weil es das reiche. Also, es gibt jetzt ein Eis-Pantimus, ja? Wahnsinn. Es erzeugt mit seinen Sohlen kalte Luft, die am Boden gefriert. Auf dieser Eisschicht übt es den ganzen Tag lang seinen Step-Tanz. Also es gibt jetzt ein Pantimus, was Pantomime ist, und ein Step-Pantimus. Warum heißt das nicht Step-Timus? Wäre sinnvoller. Oh, ein Firmuntor. Haben wir das schon? Nein, das haben wir noch nicht. Das ist halt die Frage. Machen wir es damit komplett weg? Ich hoffe nicht. Das Pokémon hätte man Hoptimus nennen können, ey. Ach, Firmuntor ist tot. Wahnsinn. Da ist noch eins. Ich bin immer noch total perplex von dem Pantimus, ja. Es tut mir leid, dass ich gerade so wenig sage, aber. Ich verstehe es nicht. Warum? Ich meine, haben die sich gedacht, oh, was können wir machen? Oh, warte mal, in der Generation 1 gab es ein nutzloses Pantimus. Das hat wahrscheinlich kaum jemand gespielt. Aber das war total lustig, weil es ist Pantomime gewesen. Kann man das weiterentwickeln? Aber nein, man kann keinen zweiten Pantomime nehmen. Also, was nehmen wir schon statt ein Pantomime? Ach, wir nehmen keinen Clown, wir nehmen nichts, wir nehmen einen Step-Tänzer. Was für eine Logik. Haben sie wahrscheinlich irgendwo abends beim Bierchen, gab es eine Frau, die hat Step-Tanz gemacht und sagt, boah, das müssen wir machen. Die Frau sieht aus wie ein Pantimos. Es kann Feuchtigkeit in der Luft augenblicklich zum Gefrieren bringen und nutzt diese, um seine Beute in Eis erstarren zu lassen. Hauptsache, das Teil wiegt einfach mal 260 Kilo. Komm her. Gibt's hier irgendwo verletzte Pokémon? Ich bin Arzt, ich kann helfen. Ja, ist doch wahr, der Joel. Ja, es ist doch verrückt. Arzt Ingwer. Vor allem, wie nennt man einen Arzt? Ja? Welchen Namen geben wir denn den Arzt, der hier einfach so rumsteht, um Pokémon zu heilen? Ach, wir nennen ihn Ingwer. Ich meine, ist doch safe so, oder? So, einmal platt gewalzt mit Funny. Knuddler. Eine Feenattacke. Oh. Aber eigentlich mag ich die Attacken, die es kann. Ah.
Aber Knuller wäre natürlich schon nice, ne? Welche Attacke soll ich vergessen lassen? Ich glaub, wir müssen doch hier den Ramboss nehmen. So gern ich die Attacke mag, so fett das Vieh auch ist, aber ich glaube, wir machen lieber Eisenschädel, lassen wir wieder und dann machen wir lieber den Ramboss weg. Ich fühle mich ein bisschen verarscht, der Joey, manchmal. Wow, wie kann das sein? Jetzt ist mein eigenes Pokémon verletzt. Man sollte sich an Dinge halten, die man auch bewältigen kann. Es geht besonders fürs Bergsteigen. Jedes Risiko ist ein Risiko zu viel. Ja, dann kämpf nicht gegen mich. Oh mein Gott, ein Stolos. Einmal die Dampfwalze. Ich hoffe jetzt, die Dampfwalze reicht. Wir probieren mal die Vergeltung, ob die mehr abzieht. Warum darf das Vieh jetzt zweimal eigentlich angreifen? Seine Initiative ist doch gesunken. Habe ich nicht verstanden. Okay, so, dann kommt unser Kohle-Kandidat. Wir äschern mal ein bisschen rum. Habe ich eigentlich als einziger das Gefühl, dass wir total wenig Gegner hatten. Also, gefühlt haben wir gegen 10 Trainer gekämpft, ne? So, oder meine ich das nur? Also 10 ist jetzt ein bisschen, ne, übertrieben natürlich. Aber ich finde, wir haben echt gegen extrem wenig Gegner insgesamt gekämpft. Okay, das war nicht so gut. Was? Du hast eine 3-Tage-Woche, dein Joel? What the fuck? Gib mir auch mal nur eine 3-Tage-Woche, dann kann ich 2 Tage erstmal dick streamen. Okay, Pampos ist weg. Zauberschein. Oh, eine Feenattacke endlich. Bei starken Gegnern reicht es nicht, sich nur strikt daran zu halten, was man sicher bewältigen kann. Sorry. Ich musste aber niesen, es tut mir leid. So. Um noch mehr Dinge bewältigen zu können, müssen wir wohl auch mal unsere Grenzen überschreiten.